oder schrumpft sie. Trotzdem haben wir den entsprechenden Flächenverbrauch. Und daher müssen wir als erstes haushälterisch mit unserer knappen Ressource Boden umgehen. Und wir müssen gezielt den Staat in die Verantwortung nehmen, nämlich dort tätig zu werden, wo er die Möglichkeit hat, als Staat Forschung zu machen. Das heißt, wir brauchen zwingende staatliche Forschung für angepasste Sorten. Wir brauchen Forschung für die eigene Eiweißfutterversorgung unserer Tiere. Wir brauchen Forschung für die Kombination von entsprechenden Nutzungssystemen, also für die Integration von Naturschutz und Landnutzung. Wir brauchen Forschung über die Notwendigkeit, entsprechende Flächen zu durchgrünen, Lebensräume zu schaffen. Und wo soll diese Forschung stattfinden, wenn nicht auf entsprechenden staatlichen Flächen? Das heißt, eine solche Fläche, wie Sie hier haben, das ist, darf keine Spekulationsfläche für das Land Hessen sein, sondern das muss eine zentrale Erprobungs- und Erforschungsfläche für das Land Hessen werden. Das sind die neuen Forschungsziele. Nicht im Bereich der Agrogentechnik, nicht im Bereich des Abbaus von Beschäftigten in der Landwirtschaft, sondern in der sinnvollen Nutzung, einschließlich dann auch in regionalen Vermarktungsinitiativen, damit eben tatsächlich auch die Wertschöpfung, die im Lande passiert, auch auf dem Lande bleibt. Wir haben das ja selbst als B&D mit auf den Weg gebracht, die Ihnen sicherlich in dieser Region bekannte Upländer Bauernmolkerei. Ist inzwischen die fünftgrößte Biomolkerei Deutschlands. Ist nicht zuletzt auf Initiative von Bauern entstanden, Josef Jacobi, aber auch mit Unterstützung des B&D möglich geworden, weil wir nämlich unsere Mitglieder gebeten haben, entsprechende Anteile zu zeichnen, und zwar auf Zinsen zu verzichten, um letztendlich eine Entwicklung in Gang zu bringen. Inzwischen ist sie einer der größten Arbeitgeber in der gesamten Region. Wertschöpfung auf dem Lande. Und das sind nicht irgendwelche Arbeitsplätze für Hilfskräfte, sondern für hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist die Antwort auf die Situation des ländlichen Raums. Nicht ein Abschreibungsprojekt mit weltweiter oder europäischer Dimension. Nicht letztendlich weitere Belastungen der Landwirtschaft, sondern ein Projekt, in dem regionale Arbeitsplätze geschaffen werden und die vorhandenen Qualitäten genutzt werden. Das heißt, wir müssen uns endlich wieder besinnen und die Fantasie anstrengen auf das, was tatsächlich möglich ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, Kreativität ist in unserem Lande genügend vorhanden. Wir müssen sie noch fördern. Ich selbst habe im Rahmen der Entwicklung des hessischen Biosphärenreservats Rhön 3 Jahre lang den Arbeitskreis in Fulda geleitet mit Bauern, um entsprechende Konzepte zu entwickeln für Bauern in der hessischen Rhön. Da hat es am Anfang geheißen, da wirst du lang warten, bis da ein Projekt kommt. Wir hatten am Ende dieses Projektes 60 Einzelprojekte, von denen aber gerade aus Finanzgründen 20 Projekte nur finanziert werden konnten. Das heißt, wenn es gelingt, tatsächlich die Kreativität, und zwar nicht irgendwo an Hochschulen, sondern vor Ort letztendlich einzusetzen, das Wissen vor Ort zu nutzen, dann entstehen auch solche Projekte und dann macht es auch allen Beteiligten Spaß, sich für solche und Freude, sich für solche gemeinsamen Ziele zu engagieren. Das heißt, Beverbeck als Staatsdomäne muss in unseren Augen Staatsdomäne bleiben, aber mit einer zentralen neuen Zielsetzung, Verknüpfung von Naturschutz und entsprechender Landbewirtschaftung als hessischer Erprobungs- und Entwicklungsort, genau für solche Dinge, die wir notwendiger denn je brauchen, nicht zuletzt auch, wenn man an die Erhaltung alter gefährdeter Hausterrassen denkt. Und das ist dann im Übrigen auch für viele Menschen, weidende Tiere und anderes mehr,
eine viel größere Attraktivität. Ich kenne solche Projekte in den neuen Bundesländern, die hervorragend besucht sind. Weidelandschaften mit unterschiedlichsten Tierrassen, weil der Mensch natürlich auch angesprochen ist, wenn er Tiere auf der Weide sieht, und das kann man durchaus mit Naturschutzzielen miteinander verknüpfen. Man kann noch weitergehen, nämlich sich eine Konzeption zu überlegen für zentrale Umweltbildungsbereich, Stichwort Landschulheime, Stichwort entsprechende Heranführung der Kinder an die Natur, eines der größten zivilisatorischen Aufgaben, die wir haben. Denn in dem Maß, in dem unsere Bestimmungsbücher über Tier- und Pflanzenarten immer bunter werden, geht das reale Wissen über die Natur immer mehr zurück. Und der Glaube, die Eltern könnten heute noch ihren Kindern was beibringen, ist ein Irrglaube. Das vermögen vielleicht noch die Großeltern. Aber im Regelfall entwickelt sich das reale Wissen über die Natur gegen Null. Das heißt, das, was früher Alltagswissen war, wird zunehmend zum Spezialistenwissen. Wir trainieren ja auch unsere Kinder auf Computer bereits schon fast im Säuglingsalter und auf Handy-Einsatz und anderes mehr. Also von daher wird zunehmend etwas Alltagswissen, was noch vor wenigen Jahren Spezialistenwissen war. Es verkehrt sich völlig um. Umso wichtiger ist eine zentrale Bildungsaufgabe unserer Gesellschaft hier zu leisten. Und wo könnte das durchaus auch besser passieren, auch in Verknüpfung mit unserem großartigen Wald im Reinhardswald, auch optimal geeignet. Das heißt, es geht darum, den öffentlichen Nutzen zu optimieren und nicht den privaten Nutzen. Dafür sollte eine Staatsdomäne da sein. Ich kann Ihnen auch sagen, der Verkauf, der geplante Verkauf für 99 Cent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Quadratmeter Ackerboden, für 55 Cent den Quadratmeter Wiesenboden, ist ein gesellschaftlicher Skandal. Das ist nämlich ein Schnäppchenpreis. Und wenn der Investor auf die Idee kommt, und die können Sie ihn nicht nehmen, dass er eine Biogasanlage mit konzentriertem Maisanbau in entsprechender Dimension betreibt, bei einer Subventionierung über Maisanbau von 1000 Euro pro Hektar über Biogaseinspeisung, dann können Sie leicht ausrechnen, in welch kurzer Zeit sich dieser Kaufpreis amortisiert hat. Das ist ein Unterwertverkauf. Das ist ein Unterwertverkauf, der in unseren Augen letztendlich zwingend zur Überprüfung durch den obersten Rechnungshof Ihres Bundeslandes führen müsste, denn hier wird Staatsvermögen letztendlich verschleudert. Das Ganze gibt natürlich einen Zusammenhang, wenn Ihr früherer Ministerpräsident inzwischen Chef eines Baukonzerns wird, und der nicht zuletzt Interesse auch an diesem Objekt hat. Auch da haben wir eine klare Position. Wir haben das auch bei unserer Delegiertenversammlung vor wenigen Tagen in Bad Hersfeld noch einmal thematisiert. Wenn zum Beispiel zu Recht Richtern untersagt wird, dass sie nach ihrer Pensionierung gleich als Anwälte sich niederlassen dürfen, sie müssen eine Karenzzeit haben von 3 Jahren, wenn entsprechende Karenzzeiten gelten für ehemalige Soldaten in bestimmten Funktionsbereichen, glaube ich, dann müssten wir auch dazu kommen, dass solche Karenzzeiten auch für die Spitzenpolitik in Deutschland stehen. Ob man will oder nicht, einfach der Verdacht naheliegt, dass manches frühere Entscheidungen auch mit einem späteren Arbeitgeber in Verbindung steht. Koch ist nicht der Erste. Denken wir an den früheren Bundeskanzler Schröder und andere. Da gibt es leider Gottes schon eine zunehmende Tradition, aber
Von daher ist es, glaube ich, zwingend notwendig, auch darüber eine gesellschaftliche Debatte zu führen, unabhängig von dem Recht eines jeden Einzelnen der freien Berufswahl, auch aus der Politik auszuscheiden. Aber es gibt hier das Gebot der entsprechenden Zurückhaltung, ich glaube, als ein zwingendes Erfordernis. Und meine Damen und Herren, das ist der zweite Grund, weshalb wir also der Meinung sind, dass Beberbeck nicht kommen darf. Also neben diesen grundsätzlichen Fragen, Stichwort Umgang mit den Bürgern, glaube ich, ist es notwendig, sich über entsprechende Aufgaben des Staates zu erhalten. Und damit zum Abschluss die rechtliche Dimension. Wir sind ja im Rahmen eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens. Wir werden uns damit ja intensiv auseinandersetzen. Und wir werden nach Prüfung dieses Verfahrens, wenn es tatsächlich zur entsprechenden Genehmigung kommen sollte, natürlich auch uns vorbehalten, entsprechende rechtliche Schritte nicht nur zu prüfen, sondern die dann auch einzuhalten. Und zwar aus der grundsätzlichen Überzeugung, dass wenn ein solches Projekt Realität wird, ein solches Projekt Schule macht, wir dann auch an vielen anderen Stellen in Deutschland keine Chance mehr haben, unsere Landschaft entsprechend zu verteidigen. Das heißt, Beberbeck ist sicherlich in manchen Bereichen negativ führend, aber es steht leider Gottes nicht allein. Unsere Landschaft wird zunehmend rechtloser. Herr Rapp hat völlig darauf hingewiesen, man kann fast manchmal den Eindruck gewinnen, es läuft ein Schlussverkauf, ein Schlussausverkauf unserer Landschaft und gebremster Kapitalismus, der sich hier zulasten des Gemeinwohls entwickelt, kurzfristige Gewinne, öffentliche Lasten, die uns gemeinsam übrig bleiben. Von daher glaube ich, ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, sich damit auch politisch auseinanderzusetzen, und wir danken Ihnen auch als BND für Ihr Engagement, um überhaupt Beberbeck auch bekannt zu machen. Das, was unsere Aufgabe sein wird in der nächsten Zeit, ist, Beberbeck bekannt zu machen über den nordhessischen Bereich hinaus. Denn das, was hier abläuft, ist durchaus wiederum negativ bundesweit besonders drastisch. Es geht nicht darum, durch die Verhinderung von Beberbeck entsprechend Nordhessen in eine Naturschutzregion überzuführen, wo nichts mehr geschehen kann, sondern es geht darum, dass statt Beberbeck endlich echte Alternativen im Interesse der Menschen, die hier wohnen, im Interesse der Region, aber im Interesse von uns allen realisiert werden. Ich danke.